als 1 Million Sanktionen nur wegen Terminwahrnehmung. Das ist eine Lächerlichkeit. Die Erwerbslosigkeit muss billiger werden, so billig wie möglich. Ich meine, das ist doch im Grunde ein Marketing-Game. Ich hatte eine Einladung zum Termin beim Jobcenter. Man setzte mir quasi die Pistole auf die Brust und sagte, also Sie haben jetzt 2 Möglichkeiten, entweder Sie machen einen Eurojob oder Bewerbungstraining, was ist Ihnen lieber? Ich habe nur gesagt, ich nehme mich der Sache an, ich setze mich mit diesen Beschäftigungsträgern in Verbindung und dann entscheide ich also, ob das was ist für mich oder nicht. Daraufhin wurde mir geantwortet, das ist hier nicht drin, entweder wird gleich unterschrieben oder es erfolgt Sanktionen. Es ist ja so, dass man in regelmäßigen Abständen Termine im Jobcenter absolviert und die dortigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter so alle halbe Jahre eine sogenannte Eingliederungsvereinbarung erstellen. Und ich hatte mir damals, nachdem mir eine Vereinbarung vorgelegt wurde zur Unterschrift, erbeten, mir diese in Ruhe zu Hause anzusehen, mich gegebenenfalls nochmal juristisch beraten zu lassen. Und dieses Begehren wurde dann auch gestattet. Es hieß dann, ja, melden Sie sich in einer Woche nochmal bei mir. Ich bin also fristgerecht wieder in mein zuständiges Jobcenter gegangen. Die Empfangskraft im Jobcenter hatte mit der zuständigen Sachbearbeiterin telefoniert und diese hatte grundweg abgelehnt, nochmal mit mir zu sprechen. Und erhielt daraufhin, ich weiß gar nicht, 2 Wochen später ein Schreiben, in dem mir mitgeteilt wurde, dass ich die Eingliederungsvereinbarung nicht unterschrieben hätte und dass ich deswegen mit einer Sanktion zu rechnen hätte. Und gerade in Fällen der Sanktionen, die häufig bei den Jugendlichen anfallen, wo gern bis zu 0 Euro gekürzt wird, da wird eine ganz klare Kante gefahren, dass da gesagt wird, wir müssen sie disziplinieren. Man mitunter aus völlig nichtigen Gründen. Da kann schon eine Verspätung zum Termin, kann schon Anlass sein für eine Sanktion. Oder nicht sofort einem Stellenangebot, was man erhalten hat, der Sache nicht sofort nachzugehen und, und. Ich werde sanktioniert, wenn es mir nicht gelingt, die vorgegebenen 10 Bewerbungen im Monat vorzulegen. Weiterer Sanktionsgrund könnte sein, dass ich am Wochenende, weiß ich nicht, meine Tante besuche, dass ich mich aus Berlin in diesem Falle unerlaubt entferne. Im Falle einer Sanktion wird jemand Geld abgezogen. Es ist also ein beliebtes Spiel, ein Druckmittel, was häufig angewandt wird, um Erwerbslose zu zwingen, also jede nur erdenkliche Arbeit anzunehmen. Sei sie auch noch so schlecht bezahlt, das ist der Sinn dieser Sanktion. Ich wusste also, dass ich ab Februar dann mit einer 30-prozentigen Sanktion belegt werden würde. 30%, das waren damals 130 Euro von 364. Ich hatte bis zur ausgesprochenen Sanktion schon, ich weiß nicht, 1,5 Jahre auf Obstsäfte und bestimmte Artikel hatte ich mir nicht mehr gekauft, aus Kostengründen. Und diese Strategie habe ich dann noch exzessiver weiterführen müssen. Entweder ich kann Lebensmittel kaufen oder ich kann eine Rechnung nicht bezahlen. Sie müssen sich einschränken, sie hungern teilweise. Also ich kann nur jeden raten, dem das passiert, sofort an Ort und Stelle Widerspruch einzulegen. Denn im Grunde genommen, also in fast jedem Fall kommt man damit auch durch. Denn viele Sanktionen, von denen die stattfinden, von den über 1 Million, was kürzlich in der Presse stand, erfolgen unrechtmäßig. Es gibt Allüren von Jobcenter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die, ich sage es, ich weiß es auch, selber unter großem Leistungs- und Erfüllungsdruck stehen. Die haben zum Teil Quoten zu erfüllen, wie viele Leute sie aus dem Hartz-IV-Bezug in ihrem Einflussbereich rauszudrängen haben. Ne? Sie müssen bestimmte statistische Quoten erfüllen, die dann in ihrer Not zu Mitteln greifen, Erwerbslose, Arbeitssuchende unter Druck zu setzen. Die Berater müssen sich um zu viele Personen kümmern, die können sich gar nicht mehr im Einzelnen drum kümmern. Das geht gar nicht.
Sie haben heute noch zwischen 200 und 400 Personen, die Sie betreuen müssen. Viele dieser Kolleginnen und Kollegen, die auch auf dem Jobcenter Dienst machen, sind auch nur mit Zeitverträgen angestellt. Nicht? Das heißt, nach 2 Jahren können Sie genauso auf der anderen Seite des Schreibtisches wieder sitzen. Jetzt das Ganze jetzt etwas globaler betrachtet, geht es natürlich darum, den Druck zu erhöhen auf noch Arbeitende, auf Erwerbstätige, die sich nicht mehr trauen, in einer Gewerkschaft aktiv zu sein, offen aktiv zu sein. Es spart Geld. Es spart ganz klar Geld. Nicht? Auf Kosten der Betroffenen. Es ist A, ein Mittel, Kosten zu sparen, Erwerbslose in Arbeit rein zu zwingen, mit dem Druckmittel des Geldes bzw. weniger Geld zu bekommen, übrigens auch Arbeit anzunehmen, die weit unter Tarif liegt. Im Grunde genommen auch im Sinne der Arbeitgeber, die also mit billigen Arbeitskräften zu versorgen. Die Bundesagentur hat selber mitgeteilt, dass es sich bei diesen angeblich 1 Million ausgesprochenen Sanktionen in den vergangenen 12 Monaten um ungefähr 3% der Leistungsberechtigten handelt. Was ist dann bitte mit den 97% der anderen Leistungsberechtigten, die sich dann scheinbar doch wohlverhalten haben und die keine Sanktionen erhalten haben? Also warum wird immer auf diesen 3% und auf diesen ausgesprochenen Sanktionen rumgeritten? Für mich stellt sich das so dar, es geht doch darum, von den wahren Problemen in diesem Land abzulenken. Also es geht doch darum, dass wir seit über 20 Jahren nicht mehr ausreichend vernünftig bezahlte reguläre Arbeitsplätze haben, was dann zur Folge hat, dass Regierende und Arbeitsministerinnen dann alle paar Monate das Jammern beginnen, nach dem Motto, ach, die Ausgaben für die Arbeitslosen sind zu hoch. Das sind Scheinargumente, das sind Ablenkungsmanöver, um die Menschen, die noch in Arbeit sind, so in Sicherheit zu wiegen und um noch mehr Druck auf Arbeitssuchende auszuüben.